Willkommen zurück bei Final Fantasy 14 Online hier. Lang, lang ist her. Ziemlich genau 6 Monate. Und auch lange her ist das letzte Video von mir. Genau circa 4 Wochen ist es her. Grund dafür, ja, der 6 Grad Final Fantasy 14. Und zwar, der liebe Loki, auf Anraten von Herrn Arne Legolas hat er sich jetzt wieder mal eine Spielzeit gekauft. Verwunderlicherweise sind aber trotzdem alle Spielcharaktere trotz 6-monatigen Pause sind alle noch komplett gespeichert gewesen. Finde ich sehr geil. Und der Grund dafür, warum Spielzeit wieder Kraft geworden ist, ist im Juni kommt ein Add-on raus, ein DLC für Final Fantasy. Anscheinend neue Charakterklassen, sogar eine neue Welt und vieles, vieles mehr ist zum Preis von 40 Euro zu kaufen. Aber wer das Spiel mag und liebt, der wird das sicher gern investieren. Und wir haben mit unserem Loki da aufgehört. Genau da haben wir vor 6 Monaten aufgehört. Und ich habe ein bisschen was geändert, und zwar habe ich da unten, jetzt kommt wieder die feine Maus zum Einsatz, die Transposition hat sich in der letzten Zeit als sehr wichtig ausgestellt. Das werde ich im Kampfgeschehen einmal erläutern. Schlaf haben wir umgelegt, der war glaube ich irgendwo da. Und das ist die Standardkonfiguration, wie wir sie kennen. Und da habe ich mal die Rückführung mit dem Heiltrank getauscht. Gerade, dass wir up to date sein. Und das letzte Video habe ich mir natürlich auch angeschaut. Wir müssen die Stufe erhöhen. Natürlich haben wir jetzt viel Ruhezeitbonus, das sind 50% jeweils. Haben wir jetzt natürlich, das was man da unten sieht. Ja, und es heißt jetzt, bis Level 14, bis wir die Hauptquest weitermachen können, man sieht, die ist nicht da, Nebenquests zu machen. Es nutzte alles nichts. Den müssen wir jetzt machen. Natürlich hat sich die Ausrüstung bei mir geändert. Weil die anderen Videos kennt von mir, da weiß, dass die Qualität natürlich besser geworden ist. Man hat da einiges investiert in die Ausrüstung. Das muss auch so sein. Und jetzt schauen wir. Ich bin natürlich vorher eine kleine Runde gerannt, geschaut, was wir machen können. Wie viel brauchen wir denn? 23.700 brauchen wir an Erfahrung. Und da kriegen wir an die 2.000, okay. Treibsand, der ihm einen Gefallen tut. Was will er denn? Okay. Der ist eh gleich da in der Nähe, oder? Da oben steht er. Der Botulf. Ei, das ist das. Ich mag das nicht. Auf Sagen steht und dann muss ich da. Nein, das wollen wir nicht abbrechen. Das wollen wir auch nicht. Jetzt gehen wir da mal auf Sagen, dann gehen wir auf Autoübersetzung, glaube ich, ist das. Begrüßung. Hallo. Man muss ich Hallo eingeben, oder? Ja, dann machen wir das. Mit der Autoübersetzung funktioniert es nicht. Dann schreiben wir mal Hallo. Ah, jetzt geht's. Ja, bla bla bla. Ah, jetzt müssen wir die Autoübersetzung machen. Okay. R1. Hallo. Jetzt eine Begrüßung. Hallo. Und da geht's schon dahin. Und was will er jetzt? Sagen steht und gibt entweder die Tastatur oder virtuell, das stimmt nicht. Ja, dann geben wir das halt einmal ein. Das
Stimmt nicht. Punkt. Ist ja anscheinend immer noch ein kleines Tutorial zur Einführung. Ups, wie man da. Den Chat da bedient. Tschüss, da steht's. Abschließen. Heiltrank und Ätna haben wir gekriegt und Routine. Ja. Nebenquest. Dann schauen wir mal daher. Freibriefe kann man machen. Müssen wir jetzt auch machen. Was kriegen wir denn da? Nichts, was für uns relevant ist. Okay. Mit Totonava sprechen. Ah, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe die ganzen Hut habe ich verkleinert von 100 auf 90%. Ist viel feiner, wenn man mehr vom Bildschirm sieht. Ja, und wo ist der? Westliche Standalone. Schauen wir mal. In Horizon. Und dort machen wir jetzt einen schönen Teleport hin. Und da sind wir schon. Wer will was? Mit dem müssen wir reden, okay. Was wird sich zu mir in der Ausstellung so? Geht das nicht? Ja, jetzt muss man zuerst natürlich seine Prüfung machen, damit wir uns als würdig erweisen in Horizon. Die Freibriefe annehmen zu dürfen. Den Freibrief diesmal erfüllen, okay. Dazu kann man auf Start gehen, ins Archiv. Und dann kann man den starten. Ich schaue mir aber immer zuerst auf der Karte an, wo der ist. Im Tal der Spuren ist er hinten, okay. Repariert habe ich vor der Aufnahme schon, das brauchen wir jetzt nicht machen. Die Wegstrecke werden wir noch sehr oft zurücklegen. Das kann ich gleich schon sagen. Okay. Wir sehen auf der Karte, wir sind im grünen Bereich. Da ist der Freibrief zu machen. Da vorne haben wir sogar noch eine Quest. Das ist sehr gut. Dann gehen wir halt mal auf Archiv, dann auf den Freibrief und beginnen. Ja, die Stufe passt. Das ist der 10er Freibrief. Und wir müssen machen Samthaut. Beiste, der ist da hinten. Und der ist jetzt nur für uns. Also andere Spieler sehen die zwar jetzt, aber wenn sie angreifen wollen, dann steht da, dass das mal Spielinhalt ist und keiner kann angreifen. Also der ist wirklich nur für uns. Wir haben jetzt mal einen Blitzschaden auch. Das ist Damage over Time. Und ich denke, wenn es soweit ist, mal sagen, was es mit der Transposition auf sich hat. Aber ich glaube, der ist so schwach, der Gegner. Ja. Dass wir schon fertig haben. Ich schaue jetzt mal schnell in die Kommandoliste. Und zwar brauche ich. Ich glaube, da habe ich letzte Aufnahme vor 6 Monaten schon geschaut. Warum ich den Kollaps da nicht hab, gell? Und ich verstehe es immer noch nicht. Naja. Auf jeden Fall, Freibrief haben wir erledigt. Ja, den gehen wir jetzt schnell ab. Denn man kann nämlich beim Charakter nachschauen. Oder wo war das? Notizbücher, Kopf Soziales. Ab dem Archiv selber war das. Wir haben nämlich, sieht man da, ich fahre mit der Maus mal hin, Vollmacht 99, da kriegt man am Tag keine Ahnung wie viele. Und die braucht man für Freibriefe und Gildengeheiße, die kennen wir auch noch. Und das ist halt zum Nebenleveln.
so wie wir das jetzt eigentlich machen. Da ist der Herr Freibriefe. Und dann werden wir das mal abschließen bei ihm. Und einen Bonus kriegen wir auch noch, das ist doch sehr schön. Und was kriegen wir da? Ein Ether, naja. Errungenschaft freigespielt haben wir auch noch. Und da haben wir gesagt, können wir nichts brauchen. Na, also nehmen wir allergisches Bronzestück. Sehr schön. Und da haben wir schon wieder was freigespielt. So, bevor wir da jetzt aber Freibriefe machen, schauen wir, was da für Nebenquests gibt. Was denn das für Levels sein da? Oder was für Stufen man braucht? 11er Stufen. Perfekt. Oha, den kann man brauchen. Juchleder Leib. Wie? Leibriemen. Annehmen. Mischlingsblutmesser besorgen, okay. Passt, so machen wir schon. Nächste Kleider hinten. Zu Dürer. Kann man da was brauchen? Perfekt, Handschuhe kann man brauchen. Und der will beißte Augapfel beschaffen. Okay, das ist alles vor der Stadt, ja, vor Horizon im Süden. Fufu Lupa, okay, was willst du? Der will Fangeisen auslegen. Das geht relativ schnell oben. Was ist denn halt los mit der Stimme? Da haben wir schon. Legen wir mal aus, seine Fangeisen da. Zack. 1 von 4. Gleich nochmal. Zack. 2 von 4. Und das letzte machen wir auch noch. Da drüben war ein Fade, wie ich gerade sieg. Das war nicht so uninteressant. Passt, das haben wir erledigt. Schauen wir mal da zum Fade hin. Ob denn da auch schon Leute sein? Ja, einer springt da um. Und der ist wieder weg, okay. Und den holen wir uns jetzt. Fade ist eine sehr gute Möglichkeit, sich abzuleveln. Da passt mir noch was nicht. Da muss ich was tauschen. Eis und Feuer tauschen wir. Und der Fade ist auch schon wieder vorbei. Aber wir müssen das sowieso machen. 1 von 4, also 4-mal die Geräte müssen wir machen. Oh, eigentlich schon ein sehr guter Feuerschaden mit Level 13. Und jetzt machen wir Transposition. Man sieht, das Eis steigt gleich von 4 auf 9 MP Verbrauch. Und unser MP-Wiederaufbau ist um einiges schneller, als wenn wir das einfach nicht machen. Jetzt machen wir nochmal Transposition und Feuer schießt wieder auf maximal Lichtfeuer. Und wir haben dadurch maximalen Schaden. Ich glaube, den werde ich nicht mehr anbringen. Jawohl. Hat sie noch angebracht. Paralyse. 30 Sekunden. Ich hasse diese Viecher. Genau deswegen. Bist du noch nicht hin? Aber jetzt. Und 3 von 4. Ah, die Paralyse ist komplett für den Arsch. Jetzt ist das Lichtfeuer auch noch weg. Jetzt kann man wieder von Null anfangen. Verdammte Viecherlei. Da, jetzt kriegt man mal einen Blitz. Jawohl. Relativ schnell gehen. Das war's mit dem und das letzte Quest ist irgendwo da drüben, okay. Ah, beste Blut, Mischlingsblut. Ups, da gehen wir schön außen um. Da ist wieder ein Fade. Mal schauen, wie lange der noch dauert.
Kann man noch was abstauben, Mann. Passt. Transposition machen wir wieder. Und passt. Während wir aufladen, sind die schon wieder alle weg. Wir brauchen es gar fürs Quest. Transposition wieder und Feuer. Gib ihm. Ja, 1026 haben wir gekriegt. Das ist sehr geil. So, jetzt machen wir da noch ein paar Hund. Und dann werden wir die drei Quests mal abschließen. Und somit auch die Folge, denn okay, den haben wir. Und gleich der next one. So, jetzt habe ich zwei hängen. Das ist eher nicht so fein. Aber ich glaube, dass wir das da schon meistern werden. Transposition wieder und auf Eis umgestiegen. Eiskritischer Schaden 60 ist auch ganz nett. Und das war's mit ihm und wir rennen zurück. Zum Beenden die drei Quests. Zum Aufsteigen auf Level 14 wird es nicht ausgehen. Jetzt müssen wir da umgehen. Was will er denn da? Okay, der will das da drüben haben, der eine Quest, der ist rechts von uns. Ja, wir schließen jetzt mal die zwei ab. Ist wieder ein Minensammler unterwegs, Minenbuckler. Die fangen wir jetzt nochmal ausleg. Laufen wir mal gleich durch. Und passt. 1700 haben wir wieder gekriegt. Das ist sehr nett. Die Augäpfel haben wir auch gekriegt. Sehr gut. Und die Handschuhe sind um einiges besser. Und wir werden die ja gleich anziehen. Weiß, was ist da? Das ist auch gut. Passt, haben wir die Handschuhe auch. Was ist mit der? Kann man das in Materie umwandeln? Das können wir noch nicht. Okay. Ja, liebe Freunde, das war's wieder mal mit einer Folge Final Fantasy 14. Ich hoffe, es hat euch gefreut, dass ich die Serie wieder angefangen habe. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr geben jetzt. Folgen von da, von Final Fantasy. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Daumen nach oben oder sogar Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal.